select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Janik, was sagst du zu diesem historischen Spiel und historischen Tag? Auf jeden Fall gut, dass wir das nochmal machen, weil es auch gerade das letzte Mal war. Das haben wir uns auch vorgenommen in der Kabine. Und durch die Unterstützung der Fans dann auch, die uns dann auch über die 90 Minuten hin begleitet haben, haben wir es dann auch gut gemacht und haben dann auch, denke ich mal, im Endeffekt glücklich, aber auch verdient gewonnen. Ja, war dann am Ende doch nochmal knapp, auch weil dann die Gäste nochmal so 20 Minuten vor Ende das 2-3 gemacht haben. Aber im Endeffekt gehen wir als Sieger vom Platz, haben wir uns vorgenommen in der Kabine und sind dann auch glücklich und froh, dass es dann auch wirklich geklappt hat, auch im letzten Spiel. Sich dann nochmal mit dem Sieg zu verabschieden, ist auf jeden Fall schön und war auch unser Ziel. Zufrieden mit deiner Leistung in diesem Spiel und auch in dieser Runde mit deiner Entwicklung? Ich denke, als Mannschaft auf jeden Fall sehr gut gemacht. Wir haben versucht, dass wir kompakt verteidigen auch. Hat gut geklappt. Ja, persönlich als Torhüter ist es natürlich immer wichtig, die Null zu halten. Das hat heute leider nicht geklappt, aber im Großen und Ganzen war das oberste Ziel der Sieg. Und da sind wir froh, dass wir den geschafft haben. Mit der Entwicklung von mir bin ich auf jeden Fall zufrieden. War alles so, wie ich es mir vorgestellt habe und bin auch froh, dass ich die Chance hier beim KSC hatte. Und deshalb bin ich rundum zufrieden mit der Saison. Ja, wenn wir schon dabei sind, kann man ja fragen, wie es weitergeht. Oder steht da schon was fest? Ja, ist tatsächlich schon fest. Ich gehe am 1. FC Bruch in die Verbandsliga und freue mich auch auf die neue Aufgabe. Heute Wehmut dabei. Wie sind die Emotionen angesichts dieses historischen Anlasses, da es doch das letzte Spiel einer Mannschaft war, die jetzt seit 70 Jahren Bestand hatte? Ja, das ist natürlich immer dabei, wenn das so das letzte Spiel ist. Man ist das letzte Mal in der Kabine zusammen mit der Mannschaft. Die Mannschaft war sehr, sehr gut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, auch innerhalb der Mannschaft. Und das Wehmut natürlich auf jeden Fall dabei, gerade weil auch das Umfeld, das Team hinter dem Team immer sehr gut funktioniert hat und dass es das halt nächstes Jahr nicht mehr gibt, ist sehr, sehr schade. Ja, aber die Entscheidung haben wir leider nicht getroffen und deshalb müssen wir das einfach so akzeptieren. Aber Wehmut ist da auf jeden Fall dabei. Ja, möchtest du auf dem Weg über die Kamera, über Fußball TV noch was sagen an die Fans, an den Verein, an die Mannschaft? Ja, an die Fans, die uns heute nochmal richtig unterstützt haben und auch im Pokalspiel, das in Nöttingen stattgefunden hat, wo wir da auch gewonnen haben. Waren nochmal zwei schöne letzte Spiele und auch nochmal, ich denke auch im Namen der Mannschaft kann ich nochmal ein großes Dankeschön an die Verantwortlichen, an die Betreuer, an die Trainer, an alle sagen, die da einfach ihren Teil dazu beigetragen haben und uns auch begleitet haben als Mannschaft im Laufe der Saison und waren alles super Typen, super Leute und ein großes Dankeschön auf jeden Fall. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.